Ja, herzlich willkommen. Der letzte reguläre Vortrag heute Abend. Philipp Krenn, skalierbares Auditing. Ich übergebe ihm das Wort. Ich erwähne aber noch, was die Kamera nicht sieht, er hat Aufkleber mitgebracht. Also, viel Spaß. Das werden wir gerade noch schaffen mit der Anzahl der Aufkleber. Genau. Schönen Abend alle zusammen. Es freut mich, dass doch noch irgendwer wach ist und da. Schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Security ist ja immer so ein Thema, wo am Anfang sagen wir mal, alles ist gut und dann stellt sich mit der Zeit heraus, dass gar nicht so gut ist, wie wir eigentlich mal dachten. Und jetzt wollen wir mal so in absteigender Reihenfolge, wie schlimm denn Dinge sein können, uns überlegen. Also das Schlimmste ist mehr oder weniger, wir haben irgendein Problem und wir erfahren von dem Problem aus den Medien oder von unseren Usern, weil gerade irgendwo alle ihre Daten gelandet sind. Das ist so das, was wollen wir klarerweise vermeiden. Das weniger Schlimme wäre dann, irgendjemand fragt nach Geld. Das ist normalerweise so, wir haben irgendwo deine Daten gefunden und haben die dann gelöscht oder verschlüsselt und wenn du zahlst, bekommst du sie vielleicht wieder oder vielleicht auch nicht. Das ist auch nicht gut. Das merkt man dann auch recht schnell. Das nächste Ungute ist dann mehr oder weniger, man sieht es auf der Rechnung vom Cloud-Provider, weil irgendwer begonnen hat, Bitcoins zu minen. Das ist normalerweise nur teuer, unter Anführungszeichen, aber sonst weniger schlimm. Idealerweise kann man sagen, okay, ich habe es selber gefunden, bevor jemand anderer betroffen war, möglicherweise nach dem Einbruch. Und ganz idealerweise kannst du das rechtzeitig finden und auch beweisen, dass nichts Schlimmes passiert ist. Also keiner hat die Daten deiner User bekommen oder du weißt genau, was passiert ist. Und wie wir das einschränken können, was denn genau passiert ist, darum soll es jetzt noch gehen. Wie kann ich herausfinden, falls jemand eingebrochen ist, was denn genau der gemacht hat oder was betroffen wurde? Welche Accounts muss ich sperren? Welche Daten wurden zugegriffen? Welche Binaries wurden verwendet? Wie ist der Angreifer überhaupt hereingekommen? Das möchte ich sozusagen herausfinden. Und was wir sozusagen vermeiden wollen, ist, dass wir diese untere Hälfte haben, wo alles on fire ist und gar nichts mehr richtig funktioniert. Den Teil wollen wir mehr oder weniger vermeiden. Und natürlich gibt es keine allumfassende Lösung. Es gibt immer nur so Teilchen, die man dem Puzzle hinzufügen kann. Und wir wollen uns ein mögliches Teilchen anschauen und das ist Audity. Hat irgendwer schon mal Audity verwendet? 1, 2, 3, okay. Da sind wir fast bei 50%. Genau, Audity ist Teil des Linux-Kernels. Das ist, glaube ich, von der Manpage, also ist die User-Space-Komponente vom Auditing-Subsystem, die dann einfach feststellt, was passiert. Und die schreibt einfach diese Auditing-Records hinaus. Das, was Audity nicht macht, ist, es verhindert nichts. Also es ist kein Intrusion Prevention System oder wie auch immer. Das heißt, das blockiert nichts Böses. Ist auch nicht so wie SE Linux oder so, dass es irgendwas abhärten würde, sondern es schaut mehr oder weniger nur zu und protokolliert mit, was denn so passiert. Also es schützt dich nicht aktiv, aber du kannst dann nachher eben feststellen, was passiert ist. Das ist die Idee. Und man kann sich dann diese Logs anschauen. Und man kann so Dinge tun wie, was ist denn am Netzwerk passiert, welche Prozesse wurden ausgeführt, welche Security-relevanten Events sind passiert, etc. All das kann man mit dem Audity herausfinden. Und die generelle Idee ist, ich habe da im User Space, ich habe eine Applikation, die läuft und die hat dann diese Kernel-Calls und in denen kann ich immer eine Regel definieren und wenn durch diese Regeln sozusagen etwas nicht durch das Exclude abgeblockt wird, dann landet ein Event im Auditing Daemon. Sprich, ich schreibe mir die Regeln, was möchte ich denn protokollieren und wenn das durch diese Regeln durchgeht, dann wird dieses Event mitprotokolliert. Also das könnte dann eben sein, jemand öffnet ein Socket oder jemand führt ein Binary aus. Und all das kann ich mit Audity dann aufbauen. Wie das im Endeffekt ausschaut, also wir können da einfach mal auf ein Live-System schauen. Ich hoffe, das ist groß genug für alle. Wir können dann mit, wobei da brauchen wir noch gar keinen Sudo, wir können mit AllReport, also das ist der Audity-Report. Der kann dann einfach sagen, okay, ich bin da, ich glaube, ich habe ihn nur 10 Minuten laufen lassen, einfach um ein paar Events einzusammeln. Und in dem Zeitraum hat er zum Beispiel gesehen, wir hatten 35 Login-Versuche und es sind 0 Logins fehlgeschlagen in dem Zeitraum. Und wir haben 3 User aktuell und wir hatten 6 Terminals. Das sind alles Statistiken, die ich da sozusagen in der Übersicht bekomme. Und die Daten, woher das kommt, das kann ich mir mit AuthSearch anzeigen lassen. Und da kann ich mir sozusagen die Original-Log-Dateien anschauen, die schauen dann in etwa so aus. Und da habe ich dann immer einen Eintrag,
nehmen wir uns einfach mal den hier, das wäre ein Eintrag und da sehen wir genau, was passiert ist. Also wir haben hier einen Typ, ein Event, ein User-End mit einer Message, das heißt, das war ein Auditing-Event. Dann haben wir hier einen Unix-Timestamp und eine ID für das Event und wir sehen, diese Prozess-ID hat irgendwas gemacht und zum Beispiel hat die irgendeine PAM-Session geclosed und das wurde mit sudo ausgeführt auf irgendwelchen unbekannten Hostnames hier. Also das wäre dann ein Eintrag von AudiT, was mitprotokolliert wurde, wenn das hier so ausgeführt wurde. Die Standardregeln, die wir dann haben, sind, glaube ich, unter etc, also das ist ein Ubuntu, audit log, wenn ich, audit conf, oder auch nicht. Fehlt mir noch ein Rules. Dann weiß ich den Pfad nicht auswendig, aber es ist irgendwo da. Moment. ET Audit. Ich bin mir ziemlich sicher. Audit. So herum, genau, danke. Den wollte ich. Da habe ich eben dann die Konfiguration. Die schaut ein bisschen spannend aus von der Konfigurationssprache her. Und das wird uns dann auch weiterhin begleiten, dass das vielleicht eine interessante Konfigurationssprache geworden ist, die da verwendet wurde. Was wir generell haben und da verweise ich jetzt einfach mal auf die Red Hat-Dokumentation. Die haben da einfach ein paar Beispiele zusammengetragen, wo sie dann genau zeigen, was denn da drinnen steht. Also da sehen wir dann zum Beispiel, das ist der Typ von Event. Also das war zum Beispiel ein System Call, den wir hier hätten. Dann hätten wir eben diese Message mit dem Timestamp und mit der ID. Und die ID kann auch mehrmals sein mit dem Timestamp. Das ist einfach, wenn ein konkreter Call zum Beispiel durch mehrere Regeln durch oder von mehreren Regeln betroffen ist. Und dann sieht man sowas wie die Architektur, auf der das läuft, welcher Syscall, also welche Nummer da betroffen wurde, ob das Ganze erfolgreich ist oder nicht. Man könnte dann zum Beispiel seine Suche auch hier statt Raw, könnte ich sagen Success, und dann könnte ich mir nur die erfolgreichen Events anschauen oder auch die nicht erfolgreichen. Wobei ich jetzt da nichts habe, was mein Success Node treffen würde. Aber da könnte ich dann einfach sehen, was waren denn so die Events, die irgendwie erfolgreich ausgeführt wurden zum Beispiel. Aber das sehe ich genau hier mit nach einem Timestamp, sehe ich dann genau hier ein Event. Und in der Dokumentation kann man sich dann die diversen Parameter anschauen. Also da gibt es dann einige und das Ganze ist spannend. Jetzt möchte ich das Ganze wahrscheinlich später irgendwann zentralisieren. Wie bekomme ich denn die einzelnen Elemente aus so einem Eintrag möglichst heraus wieder? Um dann nachher zu finden, zum Beispiel, welche User oder welche Prozess-IDs betroffen waren. Also zum Beispiel möchte ich mir die User-IDs oder die Prozess-IDs herausparsen und dann möchte ich möglicherweise das Binary da auch noch extrahieren. Wie würde ich denn solche Dinge möglichst einfach extrahieren? Vorschläge? Normalerweise würde ich mir dann eine Regular Expression schreiben. Wer schreibt gerne Regular Expressions? Das ist das Stockholm-Syndrom, oder? Man hat sich dann irgendwann so daran gewöhnt. Ja, macht Spaß. Darüber können wir dann nachher noch bei einem Bier diskutieren. Ja, genau, die Job Security ist auch immer so ein Ding. Also das Ganze kann man parsen, wenn man das zentralisieren möchte. Und wir kommen dann gleich dazu, warum man das machen möchte oder nicht machen möchte. Genau, da die Dokumentation haben wir uns angeschaut. Wer sich generell mit den Regeln mehr auseinandersetzen möchte, die Regeln sind auf GitHub, also das sind dann einfach diverse Beispielregeln. Zum Beispiel Power Abuse. Power Abuse ist, wenn ein User mit Pseudo-Privilegien zum Beispiel auf das Home-Verzeichnis von einem nicht privilegierten User zugreift. Das wäre dann die Regel. Also da, diese Regel wird immer beim Exit wird die ausgeführt und das Ganze überwacht sozusagen das Home Directory. Und wenn das ein User ist, der in der Gruppe 0 ist und der das Ganze auf jemanden nicht glaubt, da müssen dann die Permissions größer, also der Gruppe müssen größer als 1000 sein, also das ist ein nicht privilegierter User. Wenn das ausgeführt wird, dann wird das Ganze hier protokolliert und dann wird das Ganze mit einem Power Abuse gelockt. Diese Konfigurationssprache ist ein bisschen mühsam oder zumindest für mich auch ungewohnt, aber so schaut sie zum Beispiel aus. Und das sind dann diverse Beispiele hier drinnen eben. Ob man jetzt irgendwelche Privileged Calls ausgeführt hat oder zum Beispiel irgendwelche 32-Bit Calls oder wie auch immer. Also da gibt es verschiedene Beispielregeln, die man dann verwenden kann und versuchen kann, an den eigenen Anwendungsfall anzupassen.
Das, was nach wie vor ein bisschen Work in Progress ist, ist die Integration in Container. Das ist irgendwie in 10 Sub-Issues aufgesplittet worden, die sind aber noch nicht alle abgearbeitet worden. Also alles, was irgendwie Docker oder Container verwendet, ist teilweise noch nicht ganz zu dem Container zugeordnet, sondern dürfte noch, ja, also da dürfte noch die Zuordnung ein bisschen in Arbeit sein. Wir wollen jetzt aber alles zusammen einsammeln und irgendwie zentralisieren. Das ist so die generelle Idee. Wie zentralisieren wir das Ganze? Also idealerweise würden wir das Ganze dann irgendwie auseinanderparsen und dann in irgendein zentrales Log hineinschmeißen. Da ist dann auch, wo ich ins Spiel komme. Also ich arbeite für die Firma Elastic. Wir haben halt Elasticsearch, Logstash, Kibana, Beats als unsere Produkte. Und wir hatten dieses Produkt auch irgendwann und wir wollten das zentralisieren. Und was wir dann halt so haben ist, heute haben wir mal eine Hello World-Applikation, wo wir das versuchen. Wie, ja, Demos sind ja immer Hello World-Applikationen und da werden wir uns dann anschauen, wie man das machen kann. Ich sage immer, das nehme ich an, kennen ohne das alle, den guten alten Elch. Da ist Elasticsearch, Logstash, Kibana. Also Logstash ist das Ding, das irgendwie die Daten bekommt und dann auseinanderpasst. Das wäre zum Beispiel die Regular Expression, ich speichere das in Elasticsearch dann und mit Kibana kann ich dann visualisieren, was ich da bekommen habe. Wie viel Spaß würde es denn machen, da diese einzelnen Regeln auseinanderzupassen? Ich kann aus Erfahrung sagen, sehr wenig, weil jede von diesen Zeilen ist völlig unterschiedlich. Das ist wirklich ziemlich mühsam. Wir haben es probiert, aber der Erfolg, der da herauskommt, ist nicht so toll. Und deshalb haben wir dann auch irgendwann eine neue Komponente eingeführt, die heißt Beats. Und daher kommt auch diese Abkürzung dann ElkB oder Belk. Das könnte dann noch so ausschauen. Das ist die Biene und der Elch, das ist so die Kombination aus beiden. Also Beats ist ja das wie ein leichtgewichtiger Shipper, der kann dann einfach Daten direkt weiterleiten. Unter anderem gibt es dann einen Audit-Beat, zu dem wir gleich kommen werden. Und der Audit-Beat nimmt mehr oder weniger das, was Audit-D ausspuckt, aber anstatt es direkt auf die Festplatte zu schreiben und dann wieder auseinanderzupassen mit einer Regular Expression, nimmt der die Daten von Audit-D direkt entgegen und leitet sie dann weiter, wenn sie noch strukturiert sind. Und da muss man nicht auseinanderpassen, weil das eben sehr mühsam ist. Mittlerweile versuchen wir das Ganze auch eher Elastic Stack zu nennen, weil das skalierbarer ist vom Namen her. Da müssen wir nicht jedes Mal, wenn eine neue Komponente dazukommt, irgendwie den Namen ändern. Da müssen wir nur da irgendwie bunte Kästchen einfügen und das ist deutlich leichter, als immer den Namen zu ändern. Aber das ist eine andere Geschichte. So, wir haben dann ein einfaches System. Heute werden wir es möglichst einfach halten, da haben wir auch gar keinen Logstash. Wir haben dann einfach einen Beat, der wird diverse Daten weiterleiten, speichert die in Elasticsearch hinein und dann mit Kibana kann ich das Ganze visualisieren. Das Erste, was wir probiert haben, da waren wir auch ein bisschen naiv. Wir haben FileBeat. FileBeat ist mehr oder weniger so wie TailF, nur übers Netzwerk. Also der tailt einfach ein Logfile und leitet das weiter. Und wir haben das Ganze mit dem AudityLog probiert. Das hat dann auch mehr oder weniger funktioniert. Also ich zeige mal her. Das ist die, die noch nie Kibana gesehen haben. Das ist Kibana und ich gehe dann gleich zum richtigen Dashboard hinüber. Das, was wir hier haben. Wir haben hier für FileBeat, haben wir mehr oder weniger ein Tailing von, und ich gehe da jetzt mal auf den ganzen Tag, das ist nämlich eine automatisierte Demo, die heute den ganzen Tag gelaufen ist. Und da habe ich dann einfach aus diesen AudityLog-Files, habe ich das sozusagen die Events mal extrahiert, weil das ist ja noch relativ leicht, da war ja immer ein Type equals in irgendein Event. Da sehe ich zum Beispiel SSH-Login-Attempts, gab es recht viele. Da waren dann auch diverse User betroffen, das hätten wir da herausgelockt, also irgendwer schaut, ob ich ein Redis installiert habe oder TeamSpeak dürfte auch immer recht beliebt sein. Ich bin fast enttäuscht, dass wir heute kein Pi haben, dass keiner dachte, wir sind ein Raspberry Pi. Aber das sind so die Events, die wir da extrahiert haben und da sehen wir, das war hier, wie ich AudityD kurz habe laufen lassen. Wenn ich da jetzt so hineinzoome, sehe ich mal, das waren so die Events, die in dem Zeitraum aufgetreten sind und dann könnte ich da auch irgendwo sehen, wo sind denn meine Events hergekommen. Also da habe ich da irgendwo eines, könnte man ein bisschen reinzoomen auf der Karte und da würden wir dann zum Beispiel sehen, da war ein Event, das hatte die IP-Adresse, das ist einfach ein GeoIP-Lookup, dann nehmen wir an zum Beispiel da ein SSH-Login-Attempt ist von dort gekommen. Und das sind dann so die Log oder das sind dann die auseinandergepassten Elemente, die wir da bekommen haben. Also das ist hier von einem vom Audit-Log, das haben wir dann einfach extrahiert und das hat mehr oder weniger funktioniert. Aber das Auseinanderparsen von diesen Zeilen ist einfach furchtbar mühsam. Deshalb hat uns das dann eben nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und wir sagen immer, man sollte ja selber Dogfooden oder irgendwie das Schönere ist dann immer Drink Your Own Champagne, weil das mit dem Hundefutter klingt nicht so gut. Da wir auch einen Cloud-Service haben, haben die irgendwann gesagt, wir hätten gerne all diese Security-Events. Und dann haben wir gesagt, ja, aber das auseinanderzupassen ist furchtbar mühsam und dann verlieren wir auch Informationen und das ist irgendwie nicht so ideal.
Deshalb haben wir dann eben diesen Auditbeat gestartet. Und die Idee von Auditbeat ist, man muss nicht mehr den Umweg über das Logfile gehen, sondern sendet das Ganze direkt strukturiert weiter. Das schaut dann irgendwie so aus. Also es gibt dann einfach ein Audit-D-Modul, das kann auch Events korrelieren, das kann User-IDs auf den Usernamen schon resolven, weil oft will man ja eigentlich einfach direkt nach dem Usernamen suchen. Kann natürlich direkt in Elasticsearch speichern, ist leichter zu konfigurieren und ist in Golang geschrieben, was dann möglicherweise das Ganze auch ein bisschen zugänglicher macht. Das, was manchmal verwirrend ist, warum haben wir nicht eBPF, das Extended Berkeley Packet Format, verwendet? Weil das immer wieder relativ neue Kernel wird. Oder da ist die Entwicklung noch irgendwie aktiver und da sind viele von den coolen neuen Features, sind erst in aktuelleren Kernel-Versionen drinnen. Wir hatten aber viele Kunden, oder ich glaube auch unser Cloud-Service hatte möglicherweise irgendwo noch ein Kernel, das zu alt war, um die coolen Features dann drinnen zu haben. Und Audit-D ist mehr oder weniger so ein bisschen der Kompromiss. Also es hat die coolen Features, aber man braucht kein super neues Kernel, um dann auf die neuen Features zu kommen. Also es ist die Idee ist, es ist so ähnlich vom Feature-Umfang her wie eBPF, aber man braucht kein super aktuelles Kernel. Deshalb haben wir kein eBPF verwendet. Manchmal sind die Leute verwirrt und sagen, aha, da steckt das eBPF dahinter. Nein, Auditbeat verwendet Audit-D und kein eBPF. Nur, damit es da keine Verwirrung gibt. Und es unterstützt auch Container. Also wir unterstützen dann so voll durchgängige Container, sowohl Docker als auch Kubernetes. Und da könnte man dann einfach sagen, bei einem Event add Docker Metadata, der schaut dann oder der macht einen Lookup gegen den Docker Socket und weiß dann genau, das war der Container oder der Namespace und da waren dann die Labels drauf oder das Base Image. Und all diese Informationen kann man dann zu seinen Events hinzufügen. Und dann sieht man, es gibt nur ein Security-Problem mit dem einen Container zum Beispiel. Und da könnte man das so hinunterfiltern. Wie das Ganze aufgebaut ist, wir haben eine Go-Library, die kommuniziert eben mit dem Auditing Framework und das sendet dann oder das ist dann in Auditbeat eingebaut und der kann dann das einfach weitersenden. Also das Lib-Audit, das ist einfach die Kommunikation mit dem Auditing Framework und der Auditbeat kann dann die Daten an Elasticsearch oder Logstash oder Redis, Kafka, was auch immer weiterleiten. Das ist so, wie das Ganze strukturiert ist. So, schauen wir uns mal an, wie das ausschaut. Beginnen wir bei der Konfiguration, oder? Damit wir mal sehen, was wir da so haben. So, das lebt unter auditbeat, auditbeat.yaml. Was wir jetzt hier haben, ist, wir haben ein auditbeat-Modul, das resolvet dann IDs der User zum Beispiel. Das hat ein Backlog, wenn es den Elasticsearch nicht erreichen kann, loggt es mal 8000 Events, aber sonst werden die alten gelöscht werden. Man könnte das Ganze Rate limiten, weil manchmal sind die Leute besorgt, dass wir hier zu viele Events möglicherweise produzieren. Ich habe jetzt kein Rate Limiting aktiviert, aber man könnte. Und danach kann man dann die Regeln definieren. Und diese Regeln sind genauso wie die, die man in Audit-D hat. Also sind ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe mir dann einen Kommentar dazu geschrieben, damit ich mich selber immer erinnern kann. Man kann entweder eine Datei überwachen, oder man kann eine Auditing Action, also die hat eine Action und einen Filter, definieren. Und dann sieht man zum Beispiel hier, überwache ich ein File, also etc.pam.conf. Wenn das gelesen, geschrieben, accessed wird, dann möchte ich das Ganze loggen mit einem Tag PAM Access. Und das wird dann direkt an Elasticsearch weitergeleitet. Also das würde ich dann hier am Ende sehen. Hier sage ich zum Beispiel, das ist dann einfach mein Output. Also da habe ich meinen User und ein Passwort, das ihr zum Glück nicht seht und das ist meine Instanz, wo das Ganze hingeht und die sammelt dann einfach hier all diese Audit-D-Regeln ein. Wir können uns dann eh noch mehrere anschauen. Schauen wir mal, was wir da dann haben. Also, wollt ihr zuerst ein Dashboard sehen oder mal die rohen Events oder die Original-Events? Beginnen wir mal bei den Original-Events. Den Filter brauche ich jetzt noch nicht, den schmeißen wir mal raus. Also wir sind im Audit-Beat-Index. Der wird jetzt, da das heute ist, wird diverse Events haben. Wir sehen, wir haben 20.000 Events hier heute eingesammelt. Also da ist das gelaufen und hat da zu Spitzenzeiten mal 9.000 Events in einer Minute eingesammelt. Und seitdem sind es dann ein bisschen weniger geworden. Und wir können jetzt hier ein Event öffnen und sehen mal, was da drinnen ist. Da gibt es die verschiedensten Dinge. Also erstens mal Agent. Das ist der Audit-Beat und was der eingesammelt hat. Also da sehen wir dann zum Beispiel, das war die Version, das ist die aktuelle Version von Audit-Beat, wo das gelaufen ist und auf welchem Host das Ganze eingesammelt wurde. Dann haben wir Cloud-Information. Das sieht man, das Ganze läuft auf AWS in Irland und man sieht die Instanz-ID und die Instanzgröße. Woher bekomme ich die Informationen? Woher weiß der Audit-Beat, wo das Ganze läuft?
Weil zumindest bei AWS, die haben so eine magische IP-Adresse, das ist 169 und dann irgendwelche anderen, wie auch immer. Wenn man dagegen ein Lookup macht, bekommt man dann die Informationen zur eigenen Instanz zurück und wir reichern dann einfach jedes Event mit dieser Cloud-Information an. Das müsste man nicht machen, kann aber ganz praktisch sein, dass man zum Beispiel weiß, welche Instanz-ID denn von einem Security-Event betroffen ist zum Beispiel oder welche Region. Und dann sehen wir, Frage, nein? Wofür steht Cloud? Ah, das ist einfach Cloud, das ist einfach der Name von dem Feld. Also das hier, cloud.account.id, das ist einfach so, wie wir das Feld benannt haben. Und das war dann, das ist glaube ich mein AWS-Account, weil das mache ich auf einem privaten AWS-Account, das ist die ID von diesem Account dann. Und dann könntest du zum Beispiel sehen, wenn die Firma 5 verschiedene AWS-Accounts verwendet, wurde vielleicht nur in eines von diesen Accounts eingebrochen. Oder du kannst dann zurückverfolgen, welche Accounts betroffen sind. Oder du wüsstest, es ist nur ein bestimmtes Base-Image betroffen. Oder eine bestimmte Instanz-ID. Ach, und Agent steht dann praktisch für den Angriff? Nein, der Agent ist der Audit-Beat. Das ist der Agent, der das eingesammelt hat. Agent ist der das eingesammelt hat. Und die eigentlichen Nutzdaten sind jetzt hier weiter unten. Also wir sehen dann hier haben wir, jemand hat ein Socket geöffnet. Das war das, was wir hier eingesammelt haben. Und dann sehe ich, okay, da gab es einen Destination-IP, Destination-Port, es war ein Socket-Event und dann habe ich hier diverse andere Informationen. Ich kann jetzt hier, das ist auch optional, habe ich zusätzlich noch Host-Informationen hinzugefügt. Da würde ich dann eben sehen, hier ist Ubuntu ein 18.04.3. Das ist das Betriebssystem, das gerade betroffen ist hier. Oder zum Beispiel, wenn ich wüsste, dass nur ein bestimmtes Betriebssystem ein Security-Issue hat, könnte ich dann da auf das Betriebssystem hinunterfiltern und würde dann nur sehen, was dort für Events aufgetreten sind. Also das ist einfach zusätzliche Metainformation, um dann weiter zu filtern und herauszufinden, was denn da genau passiert ist. Das können wir hier haben. Und das haben wir dann natürlich wieder in ein Dashboard zusammengefasst. Und das Dashboard würde dann zum Beispiel so ausschauen. Audit-D. Wir haben dann einen Überblick und da sehen wir dann zum Beispiel, das waren jetzt hier die Kommandos, die ausgeführt wurden und welche Regeln. Und jetzt haben wir hier dann die Einzelevents, die da zum Beispiel passiert sind. Also hier wurde irgendein Socket wieder geschlossen, glaube ich. Wenn ich es mir richtig überlegt habe, ist Host ja das Angriffsziel. Nein, der Host ist den du überwachst. Ach so. Also der Host, also der Beat läuft ja auf einem Host und da das ja eine Kernel-Extension ist das, was auf dem Host passiert. Ja. Oh, ich habe gerade Sie nicht durch das Mikrofon, sondern original gehört. Ja, aber ich glaube, jetzt ist es wieder da. Ja, genau. Ja. Also Host ist praktisch das Herkunftssystem vom Angriff. Nein, Host ist dort, wo es läuft. Also Host, der Audit, der Beat läuft ja einfach auf einem Server. Linux in unserem Fall wegen Auditing Framework für Linux und dort, wo wir dieses Event einsammeln, also dort, wo das Event passiert, das ist der Host. Ach so, Host ist, wo der Angriff passiert, also das Angriffsziel. Wahrscheinlich, wobei Angriffsziel, es ist ja mal nur ein Auditing-Event, das heißt ja noch nicht wirklich, dass es ein Angriff ist, es könnte einfach, also du kannst ja dann einfach protokollieren, hier wurde ein Socket geöffnet, ob das jetzt böse ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber du weißt dann, auf dem Server wurde ein Socket geöffnet, also wir werden danach ein Beispiel machen, da machen wir dann Port 1025 auf und dann würde das mitprotokolliert werden, dass jetzt hier genau wurde ein Socket auf Port 1025 zum Beispiel geöffnet. Ach genau, dann ist der Host einfach, wo das Ereignis passiert. Genau, das ist, wo das Ereignis passiert ist, genau. Schauen wir, ja, jetzt ist wieder da. Ich glaube, vielleicht ist auch nur die Verstärkung, die manchmal weg ist, aber schauen wir mal. Okay, das heißt, da sehen wir jetzt mal im Überblick, was denn so auf unserem System passiert. Wir könnten uns aber auch was anderes anschauen. Ich weiß nicht, ob das irgendwer schon gesehen hat, aber das ist ja alles live und ihr könntet sogar auf die Instanz zugreifen. Schauen wir mal, was denn sonst so auf der Instanz passiert ist. Schauen wir mal da hinein. Fehlgeschlagene SSH-Login-Versuche machen wir mal heute. Da sehen wir, gab schon genug Versuche, wo Leute versucht haben, auf meine Instanz zuzugreifen. Also hier in einer halben Stunde hatte ich 500 fehlgeschlagene Logins. Woher bekomme ich die Informationen zu fehlgeschlagenen SSH-Logins?
Genau, EDC, Warlock, Audit, Log oder wie auch immer. Moment, bevor ich jetzt Warlock. Und das sollte dann in Authlog, aus dem hier wird das herauskommen. Und da sieht man dann zum Beispiel, das war ich selber, wo ich mich erfolgreich eingeloggt habe. Und hier würde ich dann sehen, was dann zum Beispiel andere gemacht haben. Also Root dürfte der beliebteste User sein, aber wir sehen auch zum Beispiel hier, Pi hat jemand versucht, sich einzuloggen oder welche anderen Benutzernamen. Und wir würden auch sehen, wo denn diese ganzen Login-Versuche herkommen. Und heute dürfte, das ist immer so die Frage, normalerweise ist es entweder Russland oder China, aber heute dürfte es eher China sein. Da hat irgendwer meine IP-Adresse gefunden und dürfte jetzt wie wild versuchen, irgendwie nicht existierende Accounts zu brute-forcen. Und dann könnte dann zum Beispiel auch hier, da das alles interaktiv ist, könnte man dann zum Beispiel schauen, wo kommen denn die Requests für Pi her? Wer versucht denn Pi zu knacken? Also wir filtern jetzt auf den User Pi hinunter und der kommt genau aus China hier 6-mal und das dürfte Istanbul oder so sein und 6-mal aus Istanbul und sonst eigentlich nirgends her. Und da könnte ich dann genau eben sehen, was ist fehlgeschlagen und wie war denn der Log-Eintrag? Und, achso, das ist Bulgarien hier, okay. Dann dürfte das hier aus Bulgarien kommen. Und das ist zum Beispiel, was hier fehlgeschlagen ist. Aber schauen wir uns nochmal die Auditing-Events an. Also wir hatten ja hier, haben wir zum Beispiel diese Regel, wenn jemand auf pem.conf zugreift, dann möchten wir ein Pem-Access loggen. Das heißt, das, was wir machen ist, wir machen jetzt einfach... Wechsel mal meinen User, mit dem werden wir dann eh noch ein paar Sachen machen müssen. SSH Elastic User. Wir haben hier pem.conf. Wir haben jetzt darauf zugegriffen, das ist jetzt nicht super spektakulär, aber wir haben ja die Regel eingerichtet, dass das gefiltert werden soll. Und wenn ich jetzt hinüberwechsle wieder auf die eigentlichen Events, dann habe ich jetzt mal standardmäßig für den ganzen Tag heute habe ich 185.000 Events. Die werde ich mir jetzt nicht durchsuchen wollen, aber wir haben das Ganze ja getaggt und wir können dann sagen, Tag ist, wie haben wir das? Pam Access, glaube ich, hat der geheißen. Und dann schlägt er mir das schon vor, Pam Access. Und dann sehe ich, da habe ich genau zwei Hits. Das war heute Vormittag oder zu Mittag, wie ich es mal ausprobiert habe und jetzt. Und wenn ich das Event aufmache, sehe ich genau, also Pam Access, das war genau das Tag, das ich hier gesetzt habe. Und dann würde ich eben sehen, was ist denn genau passiert. Also ich sehe dann, es hat jemand mit bincat auf diese Datei zugegriffen. Das war das Target, das ich definiert habe, was ich überwachen möchte. Und dann sehe ich aber weiter unten auch dann ganz genau, welche User war das denn? Da sehe ich die User-ID und den Usernamen, die Gruppe, in dem der User ist, etc. Also wenn dann ein User-Account zum Beispiel ein schwaches Passwort hat und irgendwer übernimmt das Account, könnte ich dann nachher genau nachvollziehen, was hat denn dieser User gemacht? Weil hier könnte ich dann sagen, gib mir alles, was genau der User gemacht hat. Das könnte ich zum Beispiel hier sagen, plus, ich möchte nur sehen, was der User gemacht hat. Dann habe ich hier diesen Filter auf den User. Zum Beispiel das hier schmeiße ich weg, damit ich jetzt alle Events sehe. Und dann könnte ich sehen, was sind denn für Events, wenn mein Kibana refresht, genau. Dann könnte ich genau die 371 Dinge sehen, die wir gelockt haben, für genau diesen einen User. Und dann könnte ich nachvollziehen, was hat denn der gemacht. Und wenn ich nachher weiß, diese 5 User-Accounts wurden übernommen von einem Angreifer, könnte ich mir genau anschauen, was haben denn die so ausgeführt und was ist demnach in meinem System passiert. Aber das war zum Beispiel diese Regel. Wir könnten dann auch zum Beispiel, ich habe noch eine feiner granulare Regel. Ich zeige das einfach mal hierher. Hier verwende ich jetzt die Regel für ECT PassWD. Habe ich die Regel ein bisschen feiner granular gemacht, weil da wird dann sehr oft drauf zugegriffen. Hier ist es nur für den User mit der User 1001. Das ist genau der User, den wir jetzt gerade verwenden. Wenn der lesend auf ECT PassWD zugreift, dann möchte ich das Ganze mit Developers PassWD Read locken. Also das können wir auch machen. Dann sehe ich einfach, welche Gruppen ich denn da so habe. Und dann könnte ich sagen, hier war mein Tags, ist, na, wenn mein Browser noch mitspielt, komm, Developers Access war das.
Developers Past WD Read, genau, das war die richtige. Und dann sehe ich, das sind diese 10 Zugriffe, die wir hier haben. Und dann könnte ich mir genau den hier wieder anschauen und ich sehe dann eben wieder, welches Binary, welcher User und was der genauso gemacht hat. Wir könnten dann zum Beispiel aber auch sagen, der User versucht, Nginx neu zu starten. Also der macht einfach ein Service Nginx Restart. Da der nicht die Rechte hat, fragt er ihn, hast du vielleicht den Zugriff für einen anderen User? Wir übernehmen jetzt diesen Elastic Admin, mit dem werden wir das schaffen. Und dann könnten wir uns zum Beispiel in einer Übersicht anschauen, was würden denn überhaupt für Dinge ausgeführt. Also jetzt wechsle ich wieder auf ein Dashboard hinüber. Die Executions. Und dann sehe ich, das waren heute alle Executions, die so ausgeführt wurden. Ich stelle das jetzt mal runter auf die letzten 15 Minuten, weil das ist dann, wann es uns interessiert. Und dann sehen wir da zum Beispiel, das war, was der Elastic-User jetzt ausgeführt hat. Also hier haben wir jetzt den Elastic-User. Und da können wir dann genau sehen, das was war, was der so in letzter Zeit ausgeführt hat. Und da sehen wir, das war zum Beispiel dieser Nginx Restart, der vom User angetriggert wurde. Aber wenn wir das öffnen, sehen wir dann auch, dass das Ganze nicht vom Elastic-User ausgeführt wurde, weil der hat ja nicht die Berechtigungen, sondern da wird dann irgendwo der Elastic-Admin oder zumindest eine Gruppe auch drinnen stehen, dass das dann redirected wurde auf den User. Also das kann man dann alles mit AudityD hier machen. Und dann, das haben wir uns ja vorher schon die Regel angeschaut, ist, ich wechsle jetzt nochmal schnell zu dem Admin-User hinüber. Und was der zum Beispiel macht, ist, der schaut einfach mal, was gibt es denn im Home-Verzeichnis, sieht dann den Elastic-User und sieht dann, der hat zum Beispiel eine Datei, die uns jetzt unfassbar interessiert. Das heißt, wir werden uns die Datei anschauen. Jetzt mit dem Admin-User. Wird das funktionieren? Hoffentlich nicht, weil das ist ja von einem anderen User, da werden wir doch noch sudo permissions brauchen. Jetzt haben wir, jetzt sehen wir da drinnen MySecret, das war der Inhalt der Datei und das ist genau das, was wir jetzt mal mitprotokollieren wollten, weil dafür hatten wir auch wieder eine Regel. Das war dann die Regel hier. Wenn der Root, wenn ein User mit Root-Permissions auf einen Nicht-Root-User-Verzeichnis zugreift, dann wird das Ganze gelockt mit Power-Abuse. Und genau das sollten wir jetzt dann eben bei den Einzel-Events wieder herausfinden können. Dass wir jetzt sagen, hier der Tag ist Power-Abuse. Keine weiteren Regeln. Und dann sehen wir genau hier der letzte Zugriff, das wird genau der gewesen sein, wo ich dann eben sehe, dass mein Elastic-Admin-User hat dann auf hier das Home-Verzeichnis von meinem anderen User zugegriffen. Und solche Sachen lassen sich dann recht gut protokollieren. Und das findet man dann alles heraus. Das nächste, was wir noch machen könnten, ist, dass wir zum Beispiel sagen, wir machen mit Netcat, öffnen wir den Port 1025, dass jemand oder dass wir einfach irgendeinen Port öffnen. Und falls jetzt irgendwer gerade am Laptop ist und gelangweilt ist, das sollte sein telnet-xiera.wtf 1025. Da können wir einfach eine Session dazu aufmachen und wenn ich dann Hallo schreibe, sollte das genau auf der anderen Seite wieder herauskommen. Also das ist ja jetzt an sich nicht böse oder problematisch, aber das, was uns mehr interessiert, ist, irgendjemand hat ein Socket geöffnet und wir wollen dann herausfinden, welche Sockets wurden denn geöffnet. Oder was ist denn so an Sockets hier offen? Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Je nachdem, was man denn hat, könnte man entweder schauen, welche Binaries wurden ausgeführt, welche User haben was gemacht oder welche Sockets wurden geöffnet. Wechseln wir mal zu den Sockets hinüber. Also da gibt es wieder ein vorgefertigtes Dashboard. Und da haben wir dann hier die Sockets. Und da sieht man, das ist so generell, wie viele Sockets denn ungefähr geöffnet wurden. Da wir einen Nginx jetzt hier auch laufen haben, werden da relativ regelmäßig irgendwelche Verbindungen auf und zu gemacht. Also zum Beispiel hier, Kibana läuft über den Nginx-Proxy im Hintergrund drüber. Und dann könnte ich zum Beispiel sehen hier, welche Ports wurden denn verwendet und welche IP-Adressen haben denn hier mit wem kommuniziert. Oder ich könnte zum Beispiel direkt hier sagen, irgendjemand hat Netcat verwendet,
Wenn ich dann hier hineinschaue, sehe ich genau, da habe ich dann einen Prozess, der Netcat heißt. Also wenn ich gar nicht weiß, was passiert ist, kann ich einfach mal irgendwie ein Keyword eingeben und da das Volltextsuche ist, sucht er dann einfach durch alle Events quer durch. Und da sehe ich hier, wurde dann zum Beispiel von Netcat ein Prozess geöffnet und das würde ich das, und in der Nachricht sehe ich dann genau, was er gemacht hat. Also hier hat er einfach auf allen Interfaces Port 1025 geöffnet und das wurde mir einfach mitprotokolliert. Und so könnte ich das dann das sehen. Oder man könnte nachher filtern, wo wurde oder welche Ports wurden denn gerade geöffnet. Also das kann ich hier alles dann mit herausprotokollieren. So, wir haben dann zusätzlich noch ein paar Systemmodule dazu gebaut. Die haben eine etwas angenehmere Konfiguration. Also da könnte man dann zum Beispiel einfach sagen, auf dem System, mich interessiert denn jetzt, welche Pakete sind installiert, welche User wurden auf dem System hinterlegt, welche Prozesse laufen gerade oder welche Sockets. Das hier läuft ja immer über einen Timer, das heißt, das ist nicht ODD, das ist einfach ein regelmäßiger Check, der ausgeführt wird also auf meinem System. Also das ist jetzt unabhängig von ODD, ist aber in AuditBeat auch eingeflossen und kann dann einfach diese Dinge überwachen. Also der würde dann sehen, welche User gibt es. Welche User haben da zum Beispiel das Passwort gewechselt oder wann wurden User angelegt? Oder eben, welche Prozesse wurden gestartet oder welche Sockets wurden gestartet? Und der kann das überwachen. Und das würde dann zum Beispiel so ausschauen. Also das ist jetzt über die Skalierung ein bisschen schwierig, aber das würde man sehen, so und so viele Sockets wurden geöffnet und geschlossen. Und dann würde ich zum Beispiel hier sehen, wie oft wurde auf welchen Port zugegriffen. Also das sieht man auf 443 wurde 329 Mal zugegriffen, das ist, wo mein Nginx läuft. Auf Port 22 16 Mal und auf Port 1025 wurde genau 4 Mal zugegriffen. Und da habe ich dann immer auch so ein Plus und Minus und könnte dann genau hineinfiltern und schauen, was sind denn genau die Socket oder Aktionen gewesen, die da zugegriffen wurden. Oder ich könnte dann plötzlich auch sehen, welche User öffnen welche Sockets, um das herauszufinden. Also wenn dann genau ein Account übernommen wurde und das irgendwelche komischen Sockets öffnet, könnte ich mir genau anschauen, welche Sockets denn von dem einen User stammen. Und dann würde ich jetzt hier weiter unten sehen, eben wie oft welche ausgeführt wurden. Und jetzt habe ich hier dann wieder die Original-Events, die dann so passiert sind. Und da kann ich dann eben genau nachvollziehen, wer wann was gemacht hat. Und das könnte dann wieder sehr praktisch sein. Oder ich könnte zum Beispiel sehen, welche Packages habe ich denn installiert. Da reichen möglicherweise 15 Minuten nicht, dann muss ich sagen, today, weil der checkt das nicht so regelmäßig. Aber dann sehe ich zum Beispiel, hier habe ich 617 Pakete installiert. Und dann hätte ich genau hier, welches Paket installiert wurde und die Version. Und wenn ich dann weiß, auf all meinen Servern, ich habe irgendein Package, das möglicherweise ein Security-Issue hat, könnte ich einfach eine Suche machen und dann herausfiltern, auf welchen Host ist denn genau dieses verwundbare Package installiert. Also wenn ich das hier öffne, sehe ich dann genau die Details zu diesem Package hier und hätte dann, was ich da eingesammelt habe. Und könnte dann sagen, eben Python 3 Mock in genau der Version, wo ist das installiert, wo muss ich noch patchen? Oder wo ist möglicherweise jemand eingedrungen über eine solche Security-Lücke? Das haben wir uns auch angeschaut. Das nächste, was manchmal ganz praktisch sein kann, ist, dass man das Filesystem überwacht, wann wurden denn Files geändert. Das funktioniert jetzt, also ODD funktioniert nur auf Linux. Es gibt da irgendeine Mac-Variante davon, aber die ist irgendwie mehr buggy als funktionierend, deshalb haben wir die auch nie implementiert. Die File Integrity, wo wir einfach Veränderungen am Dateisystem überwachen können, die haben wir auf allen größeren Betriebssystemen. Funktioniert aber immer anders. Also unter Linux ist es ein iNotify, unter macOS ist es ein FS-Event und für Windows dürfte es ein Read Directory Changes W sein. Und darüber überwachen wir einfach ein File oder einen Folder, hashen dann, was da drinnen ist und können sagen, hier wurde irgendwas geändert, also zum Beispiel eine Konfiguration. Ich mache das jetzt ganz einfach. Ich habe eine hochprofessionelle Webseite, die irgendwie so ausschaut. Und angenommen, jemand möchte jetzt diese hochprofessionelle Webseite verändern. So, das Netcat können wir wieder schließen. Dann brauchen wir sudo. www.html-index.html. Also hier ist meine Webseite und jetzt könnte ich dann einfach sagen, hier, hier verändert jemand meine Webseite. Und wenn wir das Ganze jetzt neu laden, sehen wir, plötzlich haben wir irgendwelchen komischen Content auf unserer Webseite. Und dann wollen wir herausfinden, welcher User und wann ist das Ganze passiert. Und das haben wir dann auch über ODD. Und in ODD können wir angeben, dass wir
einen File oder einen Folder überwachen. Wir können dann gewisse Files exkluden. Was mache ich hier? Irgendwelche temporären Dateien von VI exkluden, weil die eigentlich nur verwirrend sind. Müsste man jetzt nicht machen. Ich kann dann sagen, maximal 50 Megabyte pro Minute scannen, pro Sekunde scannen und maximal Dateien bis zur Größe von 10 Megabyte, weil ansonsten könnte das möglicherweise auch zu ressourcenintensiv sein. Und dann jedes Mal, wenn hier was geändert wird, dann möchte ich das Ganze überwachen. Und das schaut dann so aus. File Integrity. Da sehe ich dann zum Beispiel, gehen wir jetzt wieder auf die letzten 15 Minuten zurück, dann sehe ich hier, wurde eine Datei gemoved. Aber ich habe sie doch eigentlich geöffnet und geändert. Warum ist sie gemoved worden? Weil das VI so im Hintergrund macht. Genau, VI verschiebt das immer herum, also wir sehen dann nachher, ohne dies, da könnten wir jetzt, hier sehen wir, es war auf dem Host, und dann sehen wir die Index.html, die wurde dann irgendwas, okay, 4913, die wurde dann nachher gelöscht, aber die Originalversion davon wurde dann hinüber kopiert. Wenn wir jetzt Nano zum Beispiel verwendet hätten, dann würden wir wirklich ein Change sehen. Aber VI macht eben kein Change, sondern macht dieses Copy und dann ein Move. Das ist einfach ein VI-Pattern. Aber hier könnte ich dann eben genau sehen, was ist passiert, auf welchem Host wurde was zugegriffen und hier eben welches Change-Event ist dann da genau passiert. Und dann sehen wir eben, wie viele Files von welchem User oder welchem Dateisystem und was auch immer da zugegriffen wurden. Falls jetzt irgendwer interessiert ist, wie man hashen kann, da haben wir auch verschiedenste Ansätze. SHA-1 ist der Standard und funktioniert meistens gut. Das, was am performantesten ist oder der performanteste Algorithmus, den wir haben, das ist der allerletzte in der Liste, das ist dieses XXH64. Aber fragt mich nicht, wie die Details von den jeweiligen Hashing-Algorithmen sind. Aber wir haben verschiedene Varianten und es ist einfach ein Trade-off zwischen Hashing-Qualität und Performance. Das haben wir uns jetzt auch schon angeschaut. So, letztes Thema, ganz kurz nur. Seam ist ja so ein böses Wort und alle, ich weiß nicht, ob das irgendwer machen möchte oder nicht machen möchte, aber wir haben dann versucht, all diese Komponenten in ein weiteres Produkt hineinzugießen. Also AuditBeat sammelt ja alle Events ein. Und es ist dann eigentlich nur noch ein Visualisierungsproblem, das wir oben drauf haben, dass man das Ganze schöner visualisieren könnte. Und was wir jetzt dann hier haben unter diesem Schlösschen-Symbol, sehen wir dann zum Beispiel, gehen wir mal auf den Overview zurück. Da sehe ich, also das ist gerade better, ist erst vor kurzem herausgekommen, aber man sieht erstens mal, was haben wir denn hier für Events? Also zum Beispiel sehen wir haben FileBeat, AuditBeat User Events, davon denen haben wir 33 und wir sehen, wie viele Packages wurden installiert und das sind alle Security-relevanten Events von unserem Host. Man könnte auch Network-Events da dazufügen. Also ich habe jetzt hier das Socket, das sammle ich schon ein. Aber zum Beispiel, wenn man ein Cisco-Device irgendwo herumstehen hat, könnte man von dem dann auch die Network-Events dazu einsammeln. Oder Suricata unterstützen würde das, was mal Bro geheißen hat und jetzt Seek heißt, da könnte man auch die Daten davon bekommen. Oder man sieht zum Beispiel, welche DNS-Requests, wie ist der TLS-Handshake gelaufen etc. All diese Security-relevanten Informationen können wir da einsammeln. Und dann könnte man hier auf einer Host-Ansicht sehen, wie viele Hosts haben wir. Also ich habe jetzt nur einen, weil Hello World Demo-Applikation. Man sieht, wie viele erfolgreiche und fehlgeschlagene Authentications, also 123, das war ich hoffentlich immer. Aber wir haben zum Beispiel auch 1900 fehlgeschlagene Brute-Force-Versuche von China oder wo auch immer. Und wir sehen dann, wie viele IP-Adressen da beteiligt waren und sehen dann zum Beispiel, welche User denn betroffen waren. Also Ubuntu hatte zum Beispiel 6 fehlgeschlagene Login-Attempts oder ja, wie auch immer die User-Verteilung da war. Wir sehen auch zum Beispiel, welche Prozesse oder welche unerwarteten Prozesse gelaufen sind. Das kann auch manchmal ganz spannend sein, wenn man weiß, die Prozesse laufen normalerweise und jetzt laufen irgendwie andere Prozesse, dann ist das manchmal auch ein ganz interessanter Indikator, dass da was schiefgelaufen ist. Und dann sehen wir hier unten einfach die Einzel-Events, die da gelaufen sind. Und das Ganze sehen können wir dann auf Netzwerkebene auch noch anschauen. Da sehen wir dann einfach, wie viele Events, wer mit wem kommuniziert hat, wie viel Traffic das verursacht hat, welche DNS-Namen zum Beispiel primär verwendet wurden und ob es da dann irgendwelche Anomalien gegeben hat. Wir könnten dann zum Beispiel auch sagen, ich hatte ja hier mal, sagen wir einfach, ich weiß, 1025 könnte irgendwie relevant sein. Und wenn ich dann jetzt hier hinunter scrolle, sehe ich dann das Netcat, ist irgendwie in diesem Port involviert. Und was da ganz cool ist, ich kann so also eine Timeline ausfahren hier und bei Drag and Drop kann ich dann irgendwie so Sachen hineinwerfen, die interessant sind. Und der expandet mir das hier dann und dann sehe ich zum Beispiel, Netcat wurde hier mehrmals gestartet und dann sehe ich, wer hat mit wem kommuniziert, wie viele Pakete, wie viel Traffic
Und dann könnte ich dann hier aber auch dann sagen, zum Beispiel hier, der Host ist interessant, den möchte ich jetzt auch noch da zum Filtern hineinziehen. Und das ist dann einfach so per Drag and Drop, kann ich mir dann einfach die verschiedensten Bedingungen zusammenbauen und sehen. Und dann könnte ich dann hier auch noch kommentieren und sagen, yes, this was me. Und das könnte man dann einfach annotieren und sich dann speichern. Und da kann man dann eben auf Security-Ebene auch als Team besser damit zusammenarbeiten. So. Zeitmäßig sind wir fast schon durch. Das haben wir uns jetzt alles angeschaut. Ich vergleiche das Ganze immer ein bisschen mit Lego. Also man hat diese Bausteine und man muss es dann schon noch zusammen konfigurieren, aber damit kann man dann eigentlich ziemlich viele coole Sachen bauen. Also wir haben uns Audity, das Linux Auditing Framework, mal angeschaut. Warum wir das Ganze in AuditB wrappen, einfach um nicht mehr alles mühsam auseinander parsen zu müssen. Und dass man das Ganze dann eben in Dashboards kombinieren kann und möglicherweise mit anderen Authentication Logs. Es fragt wahrscheinlich wer, nachdem wir das ja intern selber verwenden, was sind denn die Regeln, die wir verwenden? Ich habe mich schon mal bemüht, die Regeln zu bekommen, aber das Team war dann nicht so willig. Es ist noch ein bisschen so Security by Obscurity, also sie wollten nicht die tatsächlichen Regeln hergeben. Wir werden schauen, ob wir dann irgendwann mal einen Blogpost schreiben können, wo wir leicht anonym oder vielleicht leicht obfuskiert so ungefähr angeben können, wie denn die Regeln ausschauen, die wir in Produktion verwenden. Aber wir verwenden AuditB schon seit mehreren Jahren in Produktion auf tausenden VMs und Bare-Metal-Maschinen für unser Cloud-Service und sammeln dort recht viele Security-Events damit ein. Also das funktioniert für uns schon sehr gut. So, wer das Ganze jetzt selber ausprobieren möchte, es sind alle Konfigurationen und alles ist auf GitHub. Es ist im Endeffekt ein bisschen Terraform, ein bisschen Ansible und sonst primär Konfigurationen. Das ist es so ziemlich. Und lebt unter meinem GitHub-Account unter AuditB in Action. So, wer ähnliche Dinge verwenden möchte, Slack hat sowas Ähnliches gebaut. Die haben auch für AuditD einen Go Agent geschrieben, einfach weil das Parsen von diesem Log-File so mühsam ist, mit dem man, also das macht dann was Ähnliches. Wer das Ganze gerne von AuditD auf XML haben möchte, kann das untere verwenden. Dieses AuShape kann AuditD-Logs nach JSON oder XML exportieren. Das ist aber das einzige von all den Tools, das XML ausspucken kann. Während JSON können, glaube ich, GoAudit, AuditBeat und AuShape könnten alle exportieren. Aber alle drei versuchen mehr oder weniger was Ähnliches zu lösen, dass das Original-Log-Format von AuditD einfach verdammt mühsam ist. Also das ist ein bekanntes Problem. So, Fragen. Ja, ich glaube, das Mikrofon läuft da noch irgendwo herum. Wenn man den Befehl AuditT schreibt, muss man dann dahinter für erfolgreiche Versuche nur minus minus Success schreiben? Ah ja, das ist gut. Ich glaube eigentlich, dass das ein Boolean Flag ist und du sagst dann einfach sudo auth-search, also das hier würde dir das Erfolgreiche eingeben und dann hast du Success, aber ich glaube, das reicht nicht, weil du musst bei Success musst du ja Yes eingeben oder No. Also das ist dann ein Filter und da musst du noch die Bedingung angeben. Die Bedingung hinter einem Leerzeichen. Gut, kann man sich diesen Vortrag noch nachträglich zu Hause im Internet ansehen? Ich nehme an, das Recording ist nachher direkt so ziemlich sofort verfügbar. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja. Cool. Kannst du dich noch sportlich betätigen auch? Hallo. Bei den Audit Beat oder der Audit Demon, der hat jetzt einen Protected Mode, dass du den nicht beenden kannst. Ist das für den Audit Beat denn auch? Habt ihr da auch irgendwie was Ähnliches gebaut? Oder weil wenn ich jetzt irgendwie ankomme und den als erstes kille, dann kriege ich ja keine Events mehr davon dem. Und wenn ich dann nicht das AuditD-Log shippe, dann sehe ich halt nichts mehr. Also ich nehme einmal, wenn du den Prozess einfach hart killst, dass du einfach, da werden dann auch keine Events mehr rausploppen, glaube ich. AuditD, wenn du den richtig einrichtest, dann kannst du den nicht hart killen. Also da ist, kriegt der Kernel schlechte Laune. Die Frage ist halt, was bei diesem Audit-Beat, wie das da ist. Nicht, dass ich wüsste, das kann ich nicht ausschließen. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Okay, normalerweise würden wir dann sozusagen auf
der zentralen Seite irgendwo eine Regel hinterlegen, dass wenn irgendwer nichts mehr sendet, dass das einen Alarm auslöst. Ja, zum Beispiel. Oder, ja. Wobei das umgeht sozusagen nur das Problem oder löst es halt auf einer anderen Stelle dann. Genau. Und dann die zweite Frage, warum, also ich sehe, dass ihr irgendwie noch Metadaten anreichert von bei dem Audit Beat. Mhm. Es ist das Einzige, ihr hättet ja auch einfach irgendwie das Audit Log nehmen können und das irgendwie in dem Logstash da kleinhacken und dann genauso in das Elasticsearch reinpumpen können. Also was genau ist der letztendliche, die Idee, warum du den Audit Beat nimmst? Naja, also erstens hat sich einfach herausgestellt, das ist super mühsam zu parsen, weil je nachdem, was das für ein Type ist, ich glaube, da gibt es dann diverse Types und jede von diesen Zeilen schaut anders aus und das war recht mühsam auseinander zu parsen. Aber jetzt hast du ja vorher, also jetzt musst du ja auch irgendwie die Events von dem Audit die entgegennehmen und die auch irgendwie verstehen und... Ja, aber da das über die Library geht, dürfte das irgendwie leichter sein und wir reichen das dann sofort halt am System an, während du, sonst schiebst du ja sozusagen weg zum Logstash und der Logstash ist ja dann sozusagen losgelöst davon. Genau, während was ich hier dann erst sofort machen kann mit dem Audit-Beat ist, ich kann dann die User- und Group-IDs sofort in den Namen umlegen und reiche das an. Und was ich zum Beispiel hier jetzt habe, also das schaut hier recht unscheinbar aus, aber das ist diese Anreicherung an die Host-Metadaten, wo ich das Betriebssystem drinnen habe und die Cloud-Metadaten. Aber das ist ja nachher mit Logstash, wenn das irgendwo zentral läuft, wesentlich schwieriger zu machen, als wenn ich das direkt am Host sofort hineinpacke. Ja, also es geht primär um die Anreicherung da. Genau, die Metadaten. Also musst du nicht machen, aber du kannst diese ganzen Metadaten hinzufügen, weil das möglicherweise eben relevant ist dann langfristig. Dass du einfach weißt, welche Instanzen oder welche Betriebssysteme da dann betroffen sind. Ja, gut. Ja, ich glaube hier noch einmal. Und ich glaube, dann sind wir ohne das mit der Zeit ganz gut durch. Kann der Aussearch-Befehl auch auf Rechnern benutzt werden, die nicht in Ihrer Firma sind oder Firmenmitgliedern von Ihnen gehören? Sorry, welcher Befehl da? Ja, weil wenn ich mal sudo Aussearch probiert habe, dann kam bei mir Befehl nicht gefunden. Ja, also das... Also ich meine, kann das jeder einfach von einer öffentlichen Internetseite installieren? Ja, also das ist, was du unter Ubuntu zumindest installieren musst. Also das ist erst die... So ist es mit Ansible gelöst dann. Also ich muss halt Audit hier explizit installieren. Ach so, gut. Genau, also da gibt es einfach das Package Audit und das habe ich jetzt hier einfach per Ansible, also per apt-get install Audit habe ich installiert und dann ist das nachher verfügbar. Also es wird dann loggen und dann hast du auch die User Space Binaries, um das einfach zu analysieren. Also dann kann das praktisch jeder, kann das praktisch auf jeden Rechner, der Internetzugang hat, installiert werden? Ja, also wenn für das Linux-Betrieb, wenn für das Linux halt das Package verfügbar ist, kannst du es einfach installieren, ja. Wie auch immer du es dorthin bekommst auch. Wenn es nicht im Internet ist, musst du halt die Packages irgendwie per USB-Stick oder so transportieren. Aber solange es das Package gibt und dein Kernel das unterstützt, wird das so funktionieren, ja. Cool. Danke. Nein, eine ketzerische Frage noch. Ach so, sorry. Doch nicht. Was mache ich denn unter Windows, um das System zu beobachten? Gibt es da auch irgendwas? Gehört nicht ganz da rein, aber gibt es da noch irgendwas? Da hast du ein bisschen, also nicht ganz Pech gehabt. Was wir für Windows haben, das heißt WinLogBeat, das geht ins Windows Event Log. So. Wobei ich habe Windows schon seit Jahren selber nicht mehr angegriffen, muss ich gestehen. Also ich... Da gibt es dann halt auch fertige Dashboards und im Endeffekt, das zieht halt das Windows Event Log von der jeweiligen Maschine und leitet das weiter. Aber kein Audit da, kein Auditing Framework, da haben wir da Pech gehabt. Das ist das Beste, was wir da bieten können. Also WinLogBeat, das sammelt dann einfach das Windows Event Log ein und zentralisiert das dann, falls jemand Windows verwenden möchte. Ja, dann vielen Dank und das war's ja dann auch für heute mit den normalen Vorträgen. Als nächstes ist hier der Shutdown. Also vielen Dank.